Bio ist meistens sehr spannend und man macht auch viel mit Experimenten, beispielsweise mit Mikroskopen. Und ich finde, sowas macht dann nochmal ein bisschen mehr Spaß als andere Sachen, aber an sich macht Bio generell viel Spaß. Biologie geht es ja hauptsächlich um die Wissenschaft des Lebens, also wie ist es uns eigentlich möglich zu leben und unserer ganzen Umwelt, die sogar dazu beiträgt. Denn es handelt sich hierbei um ein faszinierendes Zusammenwirken aller Lebewesen. Das Tolle an Biologie ist, finde ich auch, dass es so viele verschiedene Fachgebiete sind, wo für jeden mal was Spannendes dabei ist. Ihr werdet faszinierende Sachen erfahren, die ihr vorher garantiert noch nicht wusstet. Im Biologieunterricht kann man auch aktiv mitmachen und selber erforschen, wie zum Beispiel bei der Arbeit mit dem Mikroskop. Wir lernen unter anderem, wie unser Körper funktioniert und notwendige Dinge um unsere Gesundheit. Aber auch die Themen rund um die Natur sind sehr interessant und definitiv voller Überraschungen. Willkommen in der Biologie der Immanuel-Kant-Schule. Mein Name ist Frau Burmeister und ich unterrichte unsere Schülerinnen und Schüler in den Fächern Biologie, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache. Und das sind mein Kollege und meine Kolleginnen. Hallo, ich bin Tonio Lorenzen und ich unterrichte die Fächer Biologie und Mathematik. Ja, und ich würde mich freuen, euch bald hier begrüßen zu dürfen. Hallo, ich bin Frau Höft und ich unterrichte Biologie und Chemie. Hallo, ich bin Frau Reinicke und ich unterrichte euch in Biologie und Geographie. Hallo, ich bin Marina Lisitzin und ich unterrichte die Fächer Chemie und Biologie. Hallo, mein Name ist Martina Bühning. Ich unterrichte Biologie, Geographie und Deutsch als Zweitsprache. Und ich freue mich auf die neuen Fünftklässler im neuen Schuljahr. Moin, moin, ich bin Frau Lorenz und unterrichte Biologie, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache. In Bio freue ich mich schon sehr darauf, gemeinsam mit euch die Lebewesen unserer Erde zu erforschen. Und dann wären da noch Frau Penner mit Geographie und Frau Homoya mit Englisch als zweitem Fach. Wir sind auf der gesamten zweiten Etage des A-Gebäudes zu finden und über beide Treppenaufgänge zu erreichen. Wir verfügen über drei Unterrichtsräume, eine mehrere Räume umfassende Sammlung, ein Labor und einen Schülerarbeitsraum. Eine Besonderheit stellt unsere Tier-AG dar, dazu aber später mehr. Um den biologischen Phänomenen auf die Spur zu kommen, bedienen wir uns verschiedener biologischer Arbeitsweisen. Wir betrachten, beobachten, vergleichen und ordnen und untersuchen. Dabei helfen uns unsere vielfältigen Modelle, Skelette und Tierpräparate aus unserer Biologiesammlung. Um uns dabei auch den kleinen Dingen zuzuwenden, bedienen wir uns verschiedener Vergrößerungshilfen. Auch helfen uns verschiedene Experimente dabei, die biologischen Fragestellungen zu ergründen. Und natürlich dokumentieren und präsentieren wir unsere Ergebnisse sehr gerne. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal die Fische oder die Schnecken bei den Bioräumen gesehen. Diese Tiere gehören zu der Tier-AG. Seit einigen Jahren wird die Tier-AG von den Leitern Julius aus der EC, Simo aus der EB und Rebecca, das bin ich aus der EA, mit Unterstützung von Freunden geleitet. Doch was machen wir dort eigentlich und welche Tiere müssen derzeit dort versorgt werden? Die genaue Anzahl der Tiere in der Tier-AG variiert immer wieder. Wir haben gerade drei Rennmäuse, eine Farbmaus sowie Schnecken und viele verschiedene Tiere, wie zum Beispiel einen großen Skalar, Neonswälze und so weiter. Die Aufgaben in der Tier-AG sind sehr vielseitig. Das Wichtigste ist jedoch das Füttern der Tiere. Dies sollte, wenn möglich, jeden Tag passieren oder in den Ferien spätestens alle 2 Tage. Dazu gehört Trockenfutter sowie Fischfutter geben, hier darauf achten muss, welches Gemüse oder Obst die Tiere essen dürfen, Wasser zum Trinken erneuern und das Sandbad auswechseln.
Auch muss man immer mal wieder das Gehege der Tiere mit neuem Streu füllen oder im Aquarium das Wasser wechseln. Das heißt, dass man einen Teil des Wassers aus dem Aquarium hinaus und Frisches hineinfüllt. Doch damit allein ist die Arbeit leider nicht getan. Als Leiter der Tier-AG müssen wir darauf achten, dass immer genügend Futter, Streu und Sand da ist. Wenn nicht, muss ein Einkauf geplant werden. Zudem gucken wir uns die Tiere, während wir uns um sie kümmern, immer genauer an, ob sie nicht eine Wunde oder sonstige Auffälligkeiten haben. Entdecken wir doch mal eine Krankheit, können wir somit frühzeitig reagieren und das Tier entsprechend mit Medikamenten und sonstigen Maßnahmen versorgen. Wir legen viel Wert darauf, dass es unseren Tieren immer gut geht und sie genommen. Dafür hantieren wir auch mal selbst mit Säge, Bohrmaschine und Co. Wer möchte, kann sich dazu mal unsere umgebauten alten Bioschränke angucken und das von Julius selbst gebaute Farbmausgehege. Dadurch, dass wir während der Pausen für die Unterstufe die Tier-AG anbieten, muss auch Organisatorisches dafür geregelt werden. Hierzu gehört zum Beispiel die Anmeldungen der SchülerInnen an die Schulleitung weitergeben und planen, welche Schüler an welchem Tag uns beim Pflegen der Tiere helfen können. Oft fallen uns auch schöne Ideen ein, welche man dann zusammen mit den Teilnehmern der Tier-AG machen kann. Während der Ferien dürfen die Tiere auch nicht vernachlässigt werden. Dafür sprechen wir uns dann immer untereinander ab, wer wann kann und dann in die Schule geht. Wir fragen auch oft Freunde, welche nah an der Schule wohnen, ob sie das Füttern für ein paar Tage übernehmen können, wenn wir selber alle im Urlaub sind. Insgesamt ist es also viel Arbeit, wie ihr seht. Aber es macht uns allen Spaß. In unserer AG Kleine Forscherinnen und Forscher von Frau Höft untersuchen unsere Fünftklässler gemeinsam mit Viertklässlern nahegelegener Grundschulen spannende biologische Alltagsphänomene. Hast auch du Lust, unserer Forscherwerkstatt beizutreten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail. Dann schicke ich dir das Anmeldeformular zu. Meine E-Mail-Adresse findest du unten im Bild. Biologie ist eine lebendige Wissenschaft. Das lässt sich besonders in unserem schuleigenen Biotop, dem Schulteich, sowie den nahegelegenen Ökosystemen Stadtwald, Einfelder See und Dosenmoor sowie dem Tierpark Neumünster erleben, die das Ziel von Fach- und Wandertagen sein können. Jedes Jahr ermutigen wir interessierte Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an der Internationalen Biologie-Olympiade und betreuen diese dabei. Ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick in die Biologie unserer IKS verschaffen und können Sie und euch bald persönlich bei uns begrüßen heißen. Vielen Dank und auf Wiedersehen!